Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich wieder eine Motivation Speak und zwar zum Thema Sachen zu hinterfragen und auch so ein bisschen dieses nicht immer, wenn Leute bzw. Fachleute dir etwas sagen, muss es nicht immer stimmen und auf jeden Fall immer Sachen hinterfragen. Und zwar, ich rede hier jetzt, es wird eher mehr so eine persönlichere Motivation Speak, also von meiner Erfahrung. Und zwar, ich würde mal sagen, ich lege gleich einfach los. Ich weiß heute nur gleich vorab, mein Make-up-Look ist heute wieder mal sehr fun. Finde ich aber cool, liebe den Lidschatten heute. Gut, aber jetzt würde ich sagen, beginne ich mal. Und zwar war es so, dass ich eine Blase hatte, also von den Schuhen hatte ich eine Blase. Und diese Blase ist auf einmal, hat sich die entzündet. Das heißt, mein ganzer Fuß ist angeschwollen. Bis dahin war es noch kein Problem, bis dieser Strich gekommen ist. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen, weil für die, die es nicht wissen, wenn du einen Strich bekommst, ist es ein Zeichen, dass du eine Blutvergiftung hast. Und ich bin panisch geworden. Ich hatte, also ich hatte Schmerzen, finde ich, ist immer so übertrieben, aber natürlich war es nicht angenehm. Aber ich habe nicht geweint, weil ich, oh, es hat so weh getan, sondern ich habe geweint, weil ich panische Angst hatte vor diesem Strich. Davor war ich noch so, ja, es ist nicht so schlimm, Fuß ist zwar fetter als wie mein Oberschenkel, aber passt alles, ist nicht so schlimm. Und dann kam aber dieser Strich, ich habe panisch meine Mutter angerufen, was soll ich machen, was soll ich tun, ich war, niemand war irgendwie in der Nähe, dann zum Glück, konnte mir dann wer helfen, das heißt, ich bin dann schlussendlich ins Krankenhaus gefahren. Bin mir natürlich so ein bisschen blöd vorgekommen, aber ich habe mir gedacht, eine Blutvergiftung, ich brauche auf jeden Fall Antibiotika oder so. Und dann war ich dann dort, habe mir gedacht, ja, die werden mir jetzt sicher Antibiotika oder so verschreiben, damit das einfach weggeht und so, was man halt braucht bei einer Blutvergiftung. Und auf einmal war ich dann beim Röntgen, weil es ist, ich glaube, das ist so eine Routine, das heißt, die haben mich zum Röntgen geschickt. Und danach, nach dem Röntgen, war auf einmal, ich darf nicht auf den Fuß auftreten. Ich muss, sofort haben sie mir eine riesen Schiene draufgegeben auf den Fuß, wie ihr wahrscheinlich auch im Thumbnail gesehen habt. Und ich habe Krücken bekommen und es war... dann habe ich auch noch Injektionen, haben sie mir gesagt. Also Injektionen sind halt so Spritzen, die du dir täglich spritzen musst, wenn du diverse Krankheiten hast. Und was bei mir schon, no, oh mein Gott, ich kann mir diese Spritze nicht geben. Hat sie mir dann gezeigt. Habe aber nichts gefragt. Ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was ich hatte zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann zwar diesen Zettel bekommen, wo dann dieses Ärztliche draufsteht, was ich hatte, habe mich da aber eher weniger ausgekannt. Habe das also überhaupt nicht hinterfragt und bin einfach nach Hause gegangen, weil sie natürlich in der Früh, also es war in der Nacht, es war 1 Uhr in der Nacht oder so, ich war auch ein bisschen müde. Und war einfach nur froh, dass ich nach Hause kommen konnte und wollte auch nicht so irgendwie... Man kommt sich ja immer in solchen Situationen so vor, dass... Ja, man möchte ja jetzt nicht irgendwie einen Aufstand machen oder man möchte, dass schnell weitergeht. Die wollen ja auch weitermachen. Man will ja nicht irgendwie mühsam sein oder so. Das heißt, ich bin dann nach Hause gefahren mit diesen Krücken und mit diesen ganzen Dingen und allem Möglichen. Und bis ich dann... zu Hause, dann durfte ich schlafen, sollte aber nüchtern in der Früh beim Krankenhaus wieder erscheinen. Habe ich auch getan. Und in der Früh
war es auf einmal so, ja, nein, sie brauchen keine Schiene mehr, alles ist gut, sie können jetzt nach Hause gehen. Natürlich war ich ein bisschen verwirrt, habe aber wieder nicht nachgefragt, was jetzt eigentlich los war. Ich muss dazu sagen, ich war auch müde, weil ich durch diese Schiene und dem Ganzen nicht schlafen konnte und es hat halt schon ein bisschen, also man hat halt gespürt, dass was nicht in Ordnung ist. Und habe dadurch eigentlich gar nichts geschlafen. Das heißt, ich habe dann eigentlich durchgemacht. Und was natürlich dann in der Früh sich so ein bisschen bemerkbar gemacht hat, was natürlich aber auch keine Entschuldigung ist, weil du musst trotzdem Sachen hinterfragen und eigentlich, was war jetzt eigentlich, habe ich aber überhaupt nicht gemacht. Wo dann einfach auch dann. Ich wäre dann einfach, also die haben gesagt, ich brauche nicht mehr kommen, alles ist gut, danke fürs Kommen, auf Wiedersehen. Also nicht auf Wiedersehen, so komm nie wieder. Und ich muss sagen, zum Glück kennen wir eine Ärztin, beziehungsweise mein Vater kennt eine Ärztin und die dann diesen ganzen Fall geschildert hat, warum das so war und was das war. Und war dann so ein bisschen so, okay, eigentlich die Heldin im Ganzen, sonst wäre es, glaube ich, echt nicht gut für mich ausgegangen. Und zwar war es so, dass sie, also bei der ersten Untersuchung mitten in der Nacht dachten sie, dass ich eine Thrombose hatte, was natürlich nicht so war. Das hat die Ärztin eben dann erklärt später, dass das ein richtiger Anfängerfehler ist, dass eben das auf dem Bild die Blutvergiftung oder die ärztlichen Begriffe kann ich nicht. Das heißt, dafür bin ich nicht da, ich bin nur, um eine Story zu erzählen. Und eben, dass das eben so ein Anfängerfehler ist und dass das auf dem Röntgen so ausschaut, ist aber keine Thrombose. Gut, dann in der Früh, das ist jetzt meine Vermutung, hat wahrscheinlich der Arzt bemerkt, dass, oh Gott, das ist jetzt urpeinlich, das war ein Anfängerfehler, die ist nur wegen irgend so einer Schürfwunde sozusagen gekommen, urlächerlich, dachte er sich wahrscheinlich, oh Gott, die müssen wir jetzt schnell loswerden, weil es ist ja richtig peinlich, dass wir ihr so alles Mögliche gespritzt haben und mir eine Schiene und Krücken gegeben haben für eigentlich nichts, in seiner Meinung dann. Zum Glück hat diese Ärztin, die wir, also die mein Vater kennt, dann das Richtige verschrieben. Sonst wäre ich vermutlich gestorben. Es ist richtig schlimm, wenn man sich denkt, dass so Ärzte oder einfach im Krankenhaus, dass sowas passiert. Man glaubt es ja nicht. Aber es wäre so gewesen. Also wenn ich das auch nicht hinterfragt hätte und einfach nur gesagt hätte, ja, okay, das passt schon so, was ich auch nicht gemacht habe, ja, gäbe es jetzt nicht dieses Video. Und das finde ich schlimm. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, dass ich euch das erzählen kann, dass ihr das hinterfragen müsst. Und dass ihr auch Fragen stellen müsst. Und auch, wenn ihr dort einen Arzt habt, der dort sitzt und glaubt, der kann alles besser oder was auch immer, müsst ihr es trotzdem hinterfragen, weil ich meine, dass man wegen, dadurch, dass man nicht gefragt hat, dann eigentlich sein Leben verlieren kann, ist schon heftig. Und ich meine, ich bin mir sicher, dass das nicht das erste Mal war, dass sowas passiert ist. Vielleicht nicht genauso wie bei mir, aber dass auf jeden Fall es einfach Patienten gibt, die falsch behandelt wurden und dadurch vielleicht nicht gestorben, aber dadurch nicht das bekommen haben, was sie bekommen hätten sollten. Und ich mache aber auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, den Ärzten jetzt so einen Vorwurf. Natürlich ist es schon heftig, dass das passiert ist. Aber ich denke mir, ich mache eher mehr der Ausbildung eigentlich einen Vorwurf, weil
Da sieht man, bei die Ärztin, die mein Vater kennt, hat eine extremst gute Ausbildung und da merkst du schon den Unterschied. Und es sollte, finde ich, kein Unterschied sein zwischen einer guten Ausbildung und einer normalen Ausbildung, weil ich meine, die sind halt schon auch für Leben verantwortlich. Nicht, dass die Jobs jetzt so viel wichtiger sind wie andere Jobs, aber ich meine, nur weil die Ausbildung da eigentlich verschissen hat, finde ich das so ein bisschen heftig. Weil man könnte natürlich jetzt sagen, ja, es war ein Arzt, der hatte vielleicht einen schlechten Tag, aber es waren jetzt zwei Ärzte. Und beide Ärzte haben nichts unternommen. Was natürlich auch, also jetzt kommen wir wieder zurück, diese Injektion, die ich bekommen habe, war eine Thrombosespritze. Was macht, dass das Blut verdünnt wird? Das heißt, meine Blutvergiftung ist noch schneller, hat sich verbreitet. Das heißt, ich wäre natürlich noch schneller gestorben. Das heißt, sie haben mir natürlich den kleinen Pluspunkt gegeben, dass ich natürlich schneller gestorben wäre. Also, dann ist es wirklich, also ich meine, ich kann jetzt darüber lachen, aber ich meine, das hätte auch, also ich möchte nicht, dass das irgendwen anderen passiert, was mir passiert ist. Also zum Glück hatte ich diesen Kontakt und diese wundervolle Ärztin, die mir dann das Antibiotika verschrieben hat und die mir die Kur und das alles gesagt hat, was ich tun muss, weil also ich will echt nicht wissen, was, also ich weiß, was sonst passiert wäre, aber also wie ihr seht, ich bin schockiert. Schockiert bin ich schon, muss ich sagen. Und deshalb aus dieser Motivation Speak ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr mitnehmt, dass ihr Sachen hinterfragt. Nur weil die Person in einer Position sitzt, wo sie eigentlich wissen sollte, was sie tut, heißt das nicht immer, dass sie es weiß. Und dass man da ein bisschen hinterfragt und nicht einfach alles so auf sich ergehen lässt oder dass man sagt, oh, ich will nicht aufdringlich sein oder ich möchte jetzt nicht so, nein, ich lass lieber, passt schon so. Nein, nein, es passt nicht so. Weil ich meine, das hätte für mich auch richtig nach hinten losgehen sollen. Und ich rede so immer so groß darüber, dass man das machen soll. Und da habe ich mich ja selber sozusagen erwischt, wie ich es nicht gemacht habe, weil ich natürlich in diesem gesellschaftlichen System, in dem wir uns befinden, aufgewachsen bin und ich dann trotzdem von diesen älteren Personen dann manchmal doch eingeschüchtert werde. Vor allem, wenn ich so mir denke, ich brauche Hilfe. Und dann war natürlich auch noch die Situation, dass ich mir ein bisschen blöd vorgekommen bin. Weil dort Leute mit so wirklichen Verletzungen und ich komme dann mit so einer Wunde daher. Ja. Aber sie haben also nichts, ich habe dann auch den Strich gezeigt und habe auch gesagt, so ja, ich habe mir halt Sorgen gemacht wegen dem Strich. Dazu habe ich nie ein Feedback bekommen. Ja. Nichts. Was echt schockierend ist. Es ist wirklich, wirklich, wirklich schockierend und deshalb hoffe ich, dass ihr aus dieser Story einfach mitnehmt, dass man Sachen hinterfragen soll, dass man sich trauen muss, weil manchmal geht es um Leben und Tod. Es ist so drastisch, das jetzt klingt, ja. Auf jeden Fall, mir geht's gut, falls ihr euch Sorgen macht. Ich habe die Antibiotikakur gut überstanden. Mein Fuß geht's auch schon mittlerweile sehr, sehr gut. Also mir geht's gut. Alles ist im grünen Bereich. Aber man muss dazu sagen, es hätte auch ganz, ganz anders verlaufen können. Deshalb, wie gesagt, noch zum Schluss noch einmal, damit ihr es nicht vergesst, speak up. Rede, frag die Fragen. Komm dir nicht mühsam vor. Komm dir nicht, oh, weil genau das war bei mir das Problem. Und ich bereue es so extrem und weiß, dass ich es auf jeden Fall bei der nächsten Situation, die auf mich zukommt, es anders machen werde. Weil
manchmal geht es zwar vielleicht um kleinere Dinge, aber wenn du es halt auch, wenn du es nie machst, dann, also musst du es auch bei kleinen Dingen machen, um es dann auch bei größeren Dingen sozusagen zu machen. Weil wenn du es nicht einmal bei kleinen Dingen machst, dann wirst du beim Großen vermutlich nicht mehr lebend davon kommen. Also das ist eigentlich so, es fühlt sich für mich so ein bisschen so unrealistisch an, aber ja, also auf jeden Fall hinterfragt, hinterfragt, stellt Fragen, kommt euch niemals, niemals blöd vor. Ihr seid's nicht blöd. Und die, die dort sitzen und so intelligent sind, sind nicht besser wie ihr. Wie gesagt, da habe ich auch ein wunderschönes Video über Respekt. Und ja, das heißt auf jeden Fall, das war's dann fürs heutige Video. Irgendwo hier habt ihr ein weiteres Video und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich super, super, super drüber freuen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet oder wenn ihr mir auf Instagram DMt. Da können wir immer über eure Krankheiten oder über eure Speak-up-Situations reden. Und dann könnt ihr auch einen Like, da würde ich mich super, super freuen. Aber ihr könnt mir auch einen Dislike geben. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also die Geräusche, die wir da dazu kommen. Okay, tschüss.